Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Fallout Shelter. Dieses Mal mit Fallout Shelter Online. Jetzt fragt ihr euch sicher, Zero, was ist Fallout Shelter Online? Ich hab's noch nie gehört. Ja, an diesem Bild, meine geschätzten Zuschauer, werdet ihr wahrscheinlich schon erkannt haben, dass das Ganze nicht auf Deutsch ist, nicht auf Englisch, nicht auf Arabisch, nein, auf Chinesisch. Und deswegen muss ich euch leider sagen, dieses Spiel wurde nur in China released, weswegen es auch nicht so einfach ist, da reinzukommen, aber pst, ich bin reingekommen. So, und wir werden ab heute Fallout Shelter Online spielen. Ich werde es gleich vorweg sagen, mindestens 15 Minuten, maximal 20, 5 Tage die Woche, Montag bis Freitag wird das Ganze laufen. Und wie wir das Ganze handhaben, mit Namen, mit Mitmachen und so weiter und so fort, das weiß ich noch nicht. Das müssen wir selber erst gucken. Dieses Spiel hat sehr viele Veränderungen, plus wahrscheinlich, ich habe es mal gelesen, ein PvP-Modus. Eventuell werden wir dann quasi auf den PvP-Modus wechseln. Das Gute ist, es wird wahrscheinlich dann nicht an meinem Skill liegen, dass wir verlieren, sondern an eurem, weil wenn alles funktioniert wie geplant, dann werde ich PvP-Teams aufstellen, die ihr natürlich selber bekleidet. Und dafür, falls wirklich alles funktioniert, falls alles in Ordnung ist, falls alles geht, falls wir Namen vergeben können, falls alles funktioniert, könnt ihr auf meinen Discord gehen. Da sind einige Mods, die freuen sich tierisch schon auf Fallout Shelter. Und wenn alles funktioniert und ihr mitmachen könnt, dann werden die dafür sorgen, dass ihr quasi einen Rang bekommt, dass ihr euch einem Team anschließen könnt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wir müssen uns das erstmal angucken und dann werde ich weiter erzählen oder weiter erklären, wie wir das Ganze überhaupt handhaben werden. Ob das überhaupt möglich ist mit Teams und dies und das und jenes und welches. Ja, so, da bleibt ja immer noch dieses Problem mit der fremden Sprache. Wie machen wir das? Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Ich habe meine MacGyver-Skills ausgepackt und mir ein bisschen was zusammengeschustert aus verschiedenen Programmen. Und das läuft folgendermaßen ab. Ich kann es euch jetzt einmal kurz hier in diesem Bildschirm zeigen. Später muss ich das am anderen Bildschirm machen. Weil sobald ich mit dem Bildschirm hier interagiere, bestätige ich auch, weswegen wir der Story sonst nicht folgen können. Also ihr werdet das jetzt einmal hier bei mir sehen. Aber zuerst werden wir natürlich einen Server auswählen. Ich bin schon in einigen Servern drinne und habe irgendwie übelst gefailed. Also ich habe schon probiert und hier und da. Wir können zum Beispiel gucken, was das hier bedeutet alles. Was ist zum Beispiel das hier? Was zum Teufel ist das? Ja, genau das meine ich. Ich interagiere halt mit dem Bildschirm. So, und jetzt übersetzt er. Kürzlich am Server angemeldet. Alles klar, da war ich vor kurzem. So, jetzt mache ich das drüben beim anderen Bildschirm. Das Gute ist, ich kann das natürlich auch beim OBS capturen und euch dann zeigen, was da steht. Eingeloggter Server. Ah, da sind wir drauf. Da auch? Keine Ahnung. Und das hier sind wahrscheinlich die ganzen Server. Ja, das ist das Programm. Das habe ich mir zusammengeschustert aus drei verschiedenen Programmen. Es ist einmal ein Tool wie Snipping Tools, das einen Bereich einscannt und diesen in die Zwischenablage speichert. Und aus dieser Zwischenablage geht es in ein anderes Programm per Hotkey. Das habe ich mit einem Skript geschrieben. Und dieses Programm übersetzt es dann automatisch. Und ich habe dann eingestellt, dass das Ganze via Fenster, Pop-Up-Fenster dann angezeigt wird. Und das ist der ganze Trick bei der ganzen Sache. Hat lange gedauert, weil das war nicht leicht, die Programme zusammenzufinden, die das alles können. Weil es gibt halt kein Programm für den PC, das den verdammten Bildschirm übersetzen kann. Ich weiß nicht, wieso auf dem Handy wird das Ganze überschwemmt mit solchen Programmen, aber auf dem PC nicht ein Programm, nicht ein einziges. Ich bastel das zusammen, schuster das zusammen, nenne es Zero Translations und verkaufe es. Das geht natürlich nicht, aber es wäre eine coole Idee. Hey, jedenfalls, keine Sorge, ich habe übrigens den Timer noch nicht gestartet, solange ich hier Quatsch mache, das zählt nicht. So, wir gehen jetzt einfach auf einen Server, was auch immer das hier alles bedeutet, das könnten wir eigentlich auch mal übersetzen. So, das Gute ist, es ist und bleibt ja immer noch ein Mobile-Game, das heißt, sobald wir
die Grundlagen kennen, brauchen wir das Programm auch nicht mehr. Achso, 98 dienen Zufolk. Das sind also Spieleranzahl, ja? Dann gehen wir mal. Keine Ahnung, in die 90 hier. Vielleicht ich. So. Hallo? 90? Jetzt bestätige ich. Ha! Ich wusste es. Ich brauchte nicht mal den Translator dafür. So, aber wenn wir jetzt sehen, ich weiß schon natürlich schon, was das bedeutet. Also ich hab's versteckt. Das war nicht das erste Mal, dass ich da reingegangen bin. Aber wir haben hier Name des Vorgesetzten. Das heißt, wir geben tatsächlich der Vault keinen Namen mehr. Warum auch immer. Aber wie wir sehen, können wir tatsächlich auch ganz normal mit dieser Schreibart. Was ist das eigentlich nochmal? Latein? Nee, nicht Latein. Arabisch, ne? Sind das Arabische? Ich habe keine Ahnung. Alexa ist leider jetzt drüben, kann ich nicht fragen. Naja, das ist auf jeden Fall der Name und wir treten jetzt einfach ins Spiel ein. Jetzt kommt am Anfang eine kleine Story, die kann ich leider nicht übersetzen, weil das alles viel zu schnell vorbeigeht. Aber ich habe meine Interpretation dafür. Und ich starte den Timer. Ich hoffe, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Wie gesagt, Discord unten in der Beschreibung findet ihr den Link, um zum Discord zu kommen. Und ja, alles Weitere wird sich dann erst in naher Zukunft quasi herausstellen, weil ich selber nicht weiß, was mir hier abgeht. So, das ist die Story. Oh, hier türmen sich die Auszeichnungen eines Aufsehers. Und da putzt ein kleiner Nichts in der Küche, kocht und kriegt ein Diplom. Hey, du bist jetzt Aufseher. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin jetzt weg. Viel Spaß, Mädels. Ciao. So stelle ich mir das vor, ich konnte es nicht übersetzen. Ja, und es gibt anscheinend Probleme mit dieser Maschine. Whatever. Aber jetzt sind wir im Grundspiel und ich war gerade schon in der Aufnahme und habe festgestellt, ja Mensch, wenn ich das Ding auf dem Bildschirm hier übersetze, dann überspringe ich ja rein theoretisch diesen Text. Naja, wir gucken erstmal, wie dieses Mädel heißt. Wie heißt du denn? Ich hatte übrigens am Anfang Probleme mit der Schriftgröße. Ich habe alles Mögliche probiert, außer die Schriftgröße umzustellen. Ich bin ein Genie. So, das ist die Assistentin Jenny. Assistentin Jenny, was möchtest du denn von mir? Nee. Oh Gott, ich bin verwirrt. Habe ich es nicht erfasst? So, jetzt aber. Ach so, ich drücke die falsche Taste. Ich drücke mal wieder neu übersetzen. Ich bin doch so ein Failer, ey. Hör zu, Zero-One-Up. Du weißt nicht viel darüber. Es. Lass mich dir beibringen, was zu tun ist. Ja, die Übersetzung ist natürlich leicht behindert, aber es wird reichen. Was soll ich denn tun? Gucken wir uns erstmal an, was Madame von mir will. So. Zuerst muss man lernen, wie man ein Tierheim bedient. Ein Tierheim? Okay. Das ist also unser Tierheim. Okay. Ihr seid meine Tiere. Nein! Geh doch nicht weg, Fenster. Ich brauch dich noch. Der Grund, warum sich die Zuflucht laufen und sich entwickeln kann, hängt vom Herrn ab. Also von mir. Der Kontrollraum. Das ist der hier. Den hat man jetzt von Anfang an? Echt jetzt? Alles klar. Ich wünschte, das gäbe auf Deutsch. Es würde einfach alles viel einfacher machen. Die Ressourcenoptimierung ist übrigens auch im Hauptkontrollraum hinterlegt. Ja, das sieht man hier. Ich zeig's euch nochmal hier so. Da, das ist die Hauptkontrollzeug hier von den Ressourcen. Gerät, das den Verbrauch und die Ausgabe von Obdachressourcen reguliert. Wichtige Ausrüstung. Ich sehe schon, wir werden mit der Übersetzung jede Menge Spaß haben. Oh. Moment, ich habe eine Idee. Vielleicht macht das Ganze ein bisschen einfacher. Scheiße, jetzt komme ich da nicht hin, ne? Na gut, scheiß drauf. Machen wir in der nächsten Folge, wenn wir es überhaupt brauchen. Wir wissen ja, worum es geht. Wir kennen das ganze Zeug ja eigentlich, brauchen wir es nicht. Aber wir gucken trotzdem. Es könnten Neuerungen drin sein, von denen ich nichts weiß und deswegen muss ich das alles angucken. So, zweitens gibt es andere Bewohner im Tierheim.
Die Vault heißt einfach Tierheim. Die man lernen muss, sich zu gruppieren. Weben Sie sie und verwalten Sie sie. Okay, ich werde sie zusammenweben. Das ist ja irgendwie schon lustig mit dieser Übersetzung. Das ist Tierheim, ey. Willkommen im Tierheim, Seroman-Up. Der erste Schritt besteht darin, die Stromversorgung des Tierheims zu meistern. Das ist sehr wichtig, denn alle Gebäude im Tierheim brauchen Strom und Kraft. Wir drücken einfach den Gebäuden ein paar Hanteln in die Hand. Da kriegen die schon Strom. Ich habe eine Menge Spaß jetzt schon. Ich werde ganz viele Lachfalten kriegen. Ich habe jetzt schon so viele. Das Bildsystem startet also. Ich möchte dir beibringen, wie man baut. Zuflucht. Okay, bauen wir eine Zuflucht. Yeah! Wir können etwas bauen, Junge! Okay, gucken wir mal. Oh Gott, das war falsch. Moment. Da darf ich das ja gar nicht. So. Öffne die Bauliste und baue ein Kraftwerk. Ist klar, Junge. Machen wir. Zack. Kraftwerk. Warte, das muss ich mir durchlesen. Es ist eigentlich simpel, wir wissen das alles, aber ich mach's trotzdem. Einfach nur für jeden, der das noch nicht gesehen hat. Wählen Sie einen Ort, der gebaut werden kann. Achten Sie darauf, den Raum zu gewährleisten. Es kann mit dem Raum kommunizieren. Okay, im Grunde steht da, achte darauf, dass der Raum an einen anderen Raum verbunden ist. Oh Mann, warum? Warum tust du mir das anspielen? Alles klar, wir bauen da. Ich will da bauen. Das hat doch die gleichen Voraussetzungen. Na, ist ja gut. Wow. Und da läuft eine Zeit ab und wir können das beschleunigen mit Doppelklick. Whee. So, schauen wir weiter. Erfassen. Kommen Sie. Handeln Sie und sorgen Sie dafür, dass die Bewohner so schnell wie möglich arbeiten. Alles klar, wir müssen Sie höchstwahrscheinlich reinziehen, ne? Doppelklick. Warte, was steht da? Das ist wahrscheinlich die Stromversorgung 1 oder so, ne? Kraftwerkstufe 1, ah, okay. Okay, wir klicken auf das I. Da stehen komische Dinge, die wir natürlich analysieren müssen. So, kann ich das länger ziehen? Okay, produzieren Sie Strom für Gebäude und Gebäude-Upgrades und setzen Sie die Bewohner ein, um die Stromerzeugung zu steigern. Warnung, wenn im Raum eine Katastrophe eintritt, führt dies zu einem Produktionsausfall. Also Dinge, die wir schon kennen. So, jetzt setzen wir da einen rein. Was auch immer da... Okay, das scheint neu zu sein. Irgendwelche komischen Symbole. Jeder hat seine eigene Arbeitskompetenz, so dass sie haben Bewohner mit besonderen... Scheiße. Wie soll ich das denn lesen, wenn ich ständig einen Lachenfall kriege? Mann. Ah, so dass sie haben Bewohner mit besonderem Fachwissen für die Arbeit, der er gut ist. Effizient. Wird stark verbessert. Weiß Bescheid. So. Mann. Wie soll ich das denn machen? Wissen Sie, wo das Fachwissen ist? Hier. Sieht das gut aus? Alter, wenn das so gut aussieht, dann muss ich meine Camp woanders hinpacken. Ohne Sekunde. Also, damit komme ich nicht klar, du. Diese Bilder, die muss man zeigen. Und die sind auch gut für Stump. Ups. Ah, Zero der Profi. Seit Jahren Let's Player. So. Hallo, ich bin jetzt auf der rechten Seite. Okay, wir müssen das Ganze hier analysieren, was da überall steht und hast du nicht gesehen. Also, alles klar. Wir fangen mal oben rechts an. Was steht da?
Fähigkeit Attribut. Das heißt, hier kann man noch umschalten. Wir sind hier bei den Fähigkeiten. Und ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, ob wir Namen umstellen können. Was steht jetzt hier? Kampfkraft. 210. Na gut, das hätte man sich denken können. Das wird die Stufe sein, das müssen wir jetzt nicht unbedingt übersetzen. Hier wird es schon ein bisschen interessanter. Geschicklichkeit. Okay. So. Fügt der entferntesten Reichweite von Gegnern Schaden zu, während verringert wird seine Angriffskraft und getroffen. Das ist kryptisch. Das ist wirklich kryptisch. Ich glaube, ich muss dieses Simplified wegnehmen. Warte. Nein, oh Gott. Es wurden Fehler gemacht. Verdammt, okay, scheiß drauf. Wir werden darauf später zurückgreifen. Gehen wir erstmal der Story weiter. So. Verstanden? Dies ist die Spezialität, die Bewohner mit Fachwissen. Wenn die Linie der Arbeit entspricht, ist sie effizienter. Aber wie gut das aussieht! Guckt euch das an! Heilige Scheiße! Okay, gucken wir mal, was das hier bedeutet. Das wird wahrscheinlich das Fachwissen hier sein. Ja. Alles klar. Und jetzt gucken wir mal, was dieses Fachwissen überhaupt ist. Nuklearwissenschaftler Stufe 1. Alter, das ist ja wesentlich komplizierter. Und wie gut das aussieht! Ich komme nicht drauf klar! Alter! Junge! So, gucken wir mal, was das hier unten ist. Erstmal das hier. Eigenschaften. Die Eigenschaften. Das wird jetzt hier interessant. Erfassen. Ist ein Mensch. Wir können Charaktere bekommen, die kein Mensch sind? Oh. Ich glaube, ich bin gerade gekommen. Alter. Was geht denn ab? Was ist das? Energieangriff. Whatever. Was es auch immer bedeutet. Werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Mittelstreckengerät. So, was ist das? Team. Oh, alles klar. Das heißt, hier wird wahrscheinlich noch kein Team drinne sein. Nein. Jetzt gedacht. Ich habe noch keine Teams erstellt. Ja, cool. Und die hat natürlich auch einen Namen, die wir hoffentlich dann umbenennen können. Simona. Alles klar, Nuklearwissenschaftlerin Simona. Das ist gut zu wissen. Falls ihr euch übrigens immer fragt, warum das Bild dunkel wird, das bin ich. Der übersetzt. Wählen Sie nun ein Haus, das für die Arbeit in einem Kraftwerk geeignet ist. Lass uns gehen. Ich pack das Haus in das Kraftwerk. Okay, meine Nuklearwissenschaftlerin. Du bist nun drin. So, was haben wir denn hier? Zu diesem Zeitpunkt haben wir eine Auftragsbereitstellung abgeschlossen und dieser Bewohner wird auch ins Kraftwerk gehen, um zu arbeiten. Sehr schön. Haben wir noch andere? Skriptfehler, Übersetzungsdienst. Ach, die verschiedenen Übersetzer machen natürlich bessere Übersetzungen, alles klar. Yahoo, machst du eine gute Übersetzung? Google ist ja voll für den Arsch. Alter Schwede. Der kriegt ja mehr einen Lachanfall als alles andere. Den Job-Einsatz. Ich glaube, das war der beste, ne? Babylon. An diesem Punkt haben wir einen Arbeitsplan abgeschlossen. Und die Bewohner der Station, gehen. Wir werden noch klarkommen irgendwann. Oh, irgendwann kommen wir mit dem ganzen Kram hier klar. Irgendwann haben wir eine gute Übersetzung. bleibt er jetzt bei Babylon? Wenn sie mit dem Mangel an Strom von Unterständen konfrontiert haben. Okay, wir bleiben bei Google. Wir gehen mal zurück zu Google. Wenn. Tja. Alter! Okay, wir gucken mal irgendwo, wo gibt's kein Tierheim?
Wenn Schutz macht Knappheit. Alles klar. Du bist raus. Wenn sie mit dem Mangel an Strom von Unterständen konfrontiert, haben aber nicht zu viel Raum zu haben. Wie sieht deine Übersetzung aus? Und deine? Wenn das Tierheim vor einem Stromausfall steht. Okay, Yahoo ist, glaube ich, hier momentan am besten. Aber wir bleiben beim Tierheim, tut mir leid. Wenn das Tierheim vor einem Stromausfall steht, aber nicht zu viel. Wir haben eine Notfallentsorgungsmethode. Das sagt ja du. Und Baidu? Schon wieder Tierheim. Wenn das Tierheim mit einem Mangel an Strom konfrontiert ist, aber nicht zu viel, während wir warten, haben wir einen Notfall und damit umzugehen. Ja, also ich fand jetzt Yahoo am besten, ne? Okay, das ist Englisch. Das macht es nicht besser. Wir bleiben ja bei Yahoo. Haben wir immer noch unser Tierheim, also ich bin zufrieden mit dem Tierheim. Alles klar, was ist die Notlösung? Sag's mir, Babe. Jenny. Los, Jenny. Sag mir, wo das Problem ist. Macht hoch. Beschleunigung. Wir bleiben bei Google. Beschleunigung! Nochmal? 3 von 3? Was hat das zu bedeuten? Beschleunigen Sie 3 von 3. Da haben wir auch irgendwas mit Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Ich scanne einfach mal den ganzen Scheiß hier ein. Restliche Zeiten 3, täglich um 6 Uhr zurückgesetzt. Das heißt, man kann täglich ein Gebäude 3-mal beschleunigen. Holen, also wir können auch die Zeit nicht vorspulen, weil das Ganze läuft über den Emulator, also wir müssen fair spielen. Holen Sie sich zusätzliche Ressourcen, um 457 Strom zu erzeugen. Beschleunigte Erfolgsquote 100%, alles klar. Oh, die Musik ist viel zu knapp. Das macht keinen Spaß, nur zu wenig Musik. Wie soll ich denn tanzen? So. Auf diese Weise bekommt das Refugium viel Strom. Was ist mit meinem Tierheim passiert? Das Tierheim ist out. Das ist ein Refugium. So. Diese Methode führt jedoch zu einer gewissen Überlastung der Geräte und Einrichtungen. Schäden, also beschränken Sie jeden Arbeitsraum auf ein Maximum von nur pro Tag. Kann 3 Beschleunigungsvorgänge ausführen, merken es Sie sich. Das steht doch da unten, das muss ich mir noch nicht merken. Was ist denn los mit dir, Mädel? Ich will endlich spielen. Ich will erkunden, erforschen. Laber nicht so viel. Sehr gut, um jetzt ein zweites Kraftwerk zu bauen, weiter zu erwähnen, erhöhen Sie die Stromversorgung des Tierheims. Das Tierheim ist zurück. Okay, bauen wir noch einen Strom. Okay, jetzt erklärt sie das mit dem Zusammenbauen der verschiedenen, hast du ja nicht gesehen, Dinger. Wählen Sie einen Ort, der gebaut werden kann. Achten Sie darauf, den Raum zu gewährleisten. Wieso wiederholst du dich? Ja, es ist schön, die verbinden sich, das weiß ich. Das Ganze ist natürlich online, deswegen dauert das alles ein bisschen länger. Oh. Es verbindet sich. Hui. Wir haben übrigens auch Level. Oh, was auch immer das bedeutet. Beachten Sie, dass benachbarte Gebäude desselben Typs und derselben Klasse automatisch erstellt werden. Also zusammen Konsolidierung, die unser Schutzgebietsmanagement erleichtert. Alles klar. Stufe 2! Wollen wir das auch übersetzen? Komm, ich übersetze das einfach mal. Einfach, weil ich sehr stolz auf mein Programm bin. Hey! Ich wollte es übersetzen. Wohlstandsniveau! Ah, das ist kein Level. Das ist Wohlstandsniveau. Das heißt, wie unsere Vault quasi aufgebaut ist. Gab es in der Vault damals auch in Fallout Shelter Level-Ups? Nee, oder? Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Das zweite Kraftwerk ist fertig. Denken Sie daran, fortzufahren. Was zu tun, Anwohner zur Arbeit bringen. Also, mehr Leute reintun. Alles klar. Machen wir doch. Zweite Person. Da passen ja aber nicht wirklich viele rein, ne? Normalerweise waren das immer
4 pro kleinen Raum, ne? Oder 2? 2 pro kleinen Raum. Das heißt 4 auf einem mittleren Raum. Und 6 auf einem großen. Und jetzt sind es tatsächlich einer für einen Raum. So, was kannst du denn? Hey, ich wollte dich angucken. Müssen wir später machen. Ich hoffe, man kann die Leute hier umbenennen. Ansonsten spielen wir halt einfach so ein kleines Let's Play. So, jetzt haben wir alle Grundnetzteile für Zuflucht. Was auch immer. Aber es muss beachtet werden, dass sich in der Nähe ein mutiertes biologisches Nest befindet. Bedrohungen unserer Entwicklung. Ach da. Das sind Nester, das sind keine Steine mehr. Ui, also die haben hier sich echt viel Mühe gegeben, die Chinesen, ne? Sehen Sie, diese mutierten Nester sind neben den Schutzräumen interner Durchgang. Wenn Sie nicht mit ihnen ein Nachbar sein wollen, dann werden wir kommen, um dieses Problem zu lösen. Ich liebe diese Übersetzung. Alles klar. Was, irgendwelche Kapseln? Was ist hier los? So, Krabbelnest voller Eimer. Okay. Habe ich jetzt gerade das hier oben übersetzt oder was habe ich übersetzt? Ja. So, was hat dieses Symbol hier links zu heißen? Das hier. Zusätzliche Bedrohung. Okay. Gucken wir uns das hier an. Die stärkste feindliche Kampfkraft 230. Ja, aber ich hab's doch das da drunter auch gescannt. Was ist denn los? Ja, das kann er nicht übersetzen. Er will es einfach nicht übersetzen. Okay, hier ist irgendwas in Rot, was ich keine Ahnung habe, was das heißt. So, das dürften unsere Gegner sein. Sieht aus wie Red Skorpion. Null. Okay. Was heißt das? Einzelheiten. Ja, kann ich leider gerade nicht draufdrücken, ne? Nein. Das hier heißt 2. Ist klar. Komisch steht die drauf hier. Also einige Sachen sind hier echt schwer zu übersetzen, aber das Problem ist wahrscheinlich auch, dass da diese Animation dazwischen ist. Abfahrt. Mit 5 Pillen. Ja, erklär mir mal, was hier abgeht. Eine gute Sache. Um einen Feind anzugreifen, müssen wir die Kampfgruppe, wird im Tor eingesetzt, da nur die Kampfgruppe darf nur in die Schlacht ziehen. Okay, es gibt ein Team. Und dieses Team darf nur ins Schlachtfeld ziehen. Alles klar. Okay. Und jetzt stellen wir wahrscheinlich unser erstes Team zusammen. Da die Aufstellung von Kampfkommandos nicht einfach ist, müssen wir sorgfältig auswählen, welche die richtigen Leute zu kämpfen sind. Heißt, wir müssen genau... Oh, sieht das gut aus, Alter. Junge. WTF. Oh, ist das gut. Fallout. Auf Deutsch, bitte. Hier können Sie die Details der Bewohner einsehen und mehr über die Residenz erfahren. Zivile Kampftruppe. So. Ja, ich weiß, wir machen heute übrigens auch ein bisschen länger wegen dem ganzen Lesen und so. Weißt du, das ist halt immer ein bisschen blöd. Denken Sie daran, die Kampfstärke dient dazu, die Kampfstärke der Bewohner zu bestimmen. Ein wichtiger Indikator, der das Kampfniveau effektiv verbessern kann. Tatsächliche Kampfeffektivität. Ja, Stufe 1, Kampfkraft und so weiter und so fort. Und sie ist mir so die Ingenieurin, sehe ich gerade. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die anderen Kampfattribute. Okay, sie ist natürlich ein Mensch und so weiter und so fort. Ich freue mich schon darauf, keinen Menschen zu haben.
Der gesamte Inhalt dieser Informationsschnittstelle und die Bewohner. Die Kampffähigkeit ist eng miteinander verbunden. Wir haben es mit verschiedenen Feinden zu tun. Eine wichtige Referenz für Menschen und die Auswahl von Kombatanten. Was zur Hölle ist ein Kombatant? Okay, gehen wir zurück. Oh, ich will endlich die Leute angucken. Ich will das Spiel kennenlernen. Wann ist es vorbei? Schauen Sie sich die Informationen zum Kampf an. Ich glaube, Sie haben ein vorläufiges Verständnis dafür, wie es geht. Ordnen Sie die Kombatanten, also die Truppen. Also jetzt fangen wir an. Räumen Sie das nahegelegene Monsternest. Freunde, und wie das aussieht, das erfahren wir morgen in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.